So, hallo. Es ist zwar noch nicht ganz Freitag, aber ich bin morgen den ganzen Tag unterwegs und deswegen wollte ich einfach mein Video schon mal jetzt abdrehen und hochladen. Ja, das Thema der Woche ist Fitness-Update. Wie man sicherlich an mir sieht, habe ich nicht so viel mit Fitness am Hut, aber nicht als Neujahrsvorsatz, sondern generell betreibe ich wieder etwas mehr Sport. Ich war jetzt diese Woche zweimal im Fitnessstudio, Montag und Mittwoch. Und werde auch jetzt, also quasi morgen am Freitag wieder gehen. Warum mache ich das? Einfach, weil ich mich im Moment ein bisschen unwohl fühle mit mir und meinem Körper. Jetzt unabhängig von den Geschlechtsmerkmalen, sondern einfach, ja, ich finde mich ein bisschen dick im Moment. Ich habe allerdings auch neue Motivationen in meinem Leben gefunden, wieder trainieren zu gehen. Ich habe da jemanden, der mich irgendwie indirekt, ohne dass er es weiß, motiviert, immer wieder zum Training zu gehen und mir vielleicht ein paar Muskeln anzutrainieren, beziehungsweise einfach so ein bisschen an mir zu arbeiten. Also ich bin immer noch im MacFit angemeldet, wie damals beim ersten Fitness-Video auch. Ja, genau. Versuche jetzt immer regelmäßig hinzugehen und bin da guter Dinge, dass das auch klappt. Was mache ich da so für Zeug? Also ich mache ganz normal ein bisschen Ausdauertraining. Ich gehe auf einen Crosstrainer und neuerdings auch aufs Laufband. Da bin ich total stolz auf mich, weil da hätte ich mich früher nie drauf getraut. Das mache ich jetzt aber auf jeden Fall. Was so das Krafttraining angeht, versuche ich so meinen ganzen Körper zu trainieren. Ich schaffe noch nicht wirklich viele Gewichte. Jo, also ich mache Lastzugmaschine, so ein bisschen Rückenmuskulatur muss ich aufbauen, möchte ich auch unbedingt, weil ich halt oft Rückenschmerzen habe. Und ich denke mal, Rückenmuskulatur ist halt immer gut, auch für die Haltung und so. Ich versuche meine Arme auf jeden Fall zu trainieren, meine Schultern, dass das ein bisschen breiter wird und generell, dass ich insgesamt ein bisschen stärker bin. Ja, ich selbst sehe da noch nicht viel Erfolg bei, aber ich höre oft von anderen, dass sich bei mir schon was getan hat, kräftemäßig, wie auch generell so von der Schulterbreite oder so. Das kann ich jetzt noch nicht wirklich beurteilen. Joa, ansonsten war es das mit meiner Fitness schon. Ich habe mir vorgenommen, im Frühjahr und Sommer, wenn es dann wärmer wird, auch ein bisschen draußen laufen zu gehen. Habe da auch schon Leute, die gerne mit mir laufen gehen möchten. Mal gucken, wie weit das klappt. Laufen ist im Prinzip nicht so meine Sportart, weil ich da oft Probleme und leicht mit den Gelenken Probleme kriege. Aber ja, schauen wir. Ich bin motiviert und alles wird gut. 2014 wird unser sportliches Jahr. Ich habe halt auch vor, im September hier in Frankfurt bei einem Lauf mitzumachen. Den Lauf für mehr Zeit. Und ja, ich denke mal, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, dann fällt das Training vielleicht auch leichter. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Gehabt euch wohl und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und ja, macht's gut. Ciao.